Lifestyle wird Ihnen präsentiert vom Shoppi Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Mit einer ungewöhnlichen Aktion hofft die 43-jährige Silvia Triebel, den Mann fürs Leben und den künftigen Vater von ihren Kindern zu finden. Sie hat ein Plakat aufgehängt mit folgendem Slogan: Topf sucht Deckel. Ich stehe in ihrer wunderschönen Wohnung im Kreis 4, der Dachwohnung. Es hat ein Küssi. Silvi, hoi, ich nehme jetzt einmal an. Patricia. Du bist immer noch solo. Immer noch solo, leider. Aber es wird sich vielleicht hier bald mal ändern. Vielleicht dank deiner Hilfe, da du da bist. Ja, leider noch Single. Bin noch alleine, ja. Wie bist du überhaupt auf die Plakataktion gekommen? Also diese Aktion, das ist gewesen letzten Herbst, nach einem Frauenarzttermin. Und ja, irgendwie der Drang ist da nach Familie, Kind. Und ich hatte ja schon mal eine Fehlgeburt letztes Jahr. Und dann ging auch der Mann weg. Und dann war ich so, ui, ich wünsche mir wieder Kind. Aber ohne Mann ist halt schwierig. Und dann bin ich da raus. Und dann stehe ich da und irgendwie war das so eine Plakatwerbung mit Gemüse. Und ich habe gedacht, da will ich hin, ich will gesehen werden. Und deshalb entstand dann die Idee, gell, mit dem Plakat. Also die Idee dann, Topf sucht Deckel. Ich bin der Topf, wo ist mein Deckel? Tun wir uns zusammen und gründen eine Familie. So ist eigentlich der Gedanke dann. Du hast es sehr professionell gemacht. Es hat auch einen QR-Code drauf, wo man direkt dann auf deine Homepage kommt. Wie viele haben sich jetzt beworben? Wie viele Deckel? Also bis jetzt auf den QR-Code haben sich jetzt so knappe 200 beworben, eben von Österreich, Schweiz, Deutschland und Instagram auch natürlich einige und auf Facebook so 100 Eingänge. Aber ich beantworte nur die auf meinen QR-Code, aber ich habe noch nicht alle retto geschrieben, gell? Also ich schaffe nur 100% und ich liebe ja das Projekt, aber es ist schon viel, gell? Also so, und ich tue alles persönlich beantworten, gehe auf die E-Mail ein, aber jeder kriegt schon noch seinen Feedback zurück, aber ich bin noch nicht so weit. Was sind jetzt das für Menschen, die dir geschrieben haben? Ja, das ist kunterbunt gemischt. Also ich muss selber lachen, gell? Es ist wirklich von alt bis jung, groß, klein, wirklich kunterbunte Persönlichkeiten und viele Geschichten eben auch. Also es ist wirklich, aber noch kein Deckel dabei von dem her. Wie viele von denen Menschen hast du schon getroffen? Also getroffen habe ich bis jetzt erst einen. Und das ist nicht der Deckel, sondern das ist so, wie soll ich sagen, es war eine E-Mail von einem älteren Herrn, also ein Gynäkologe, wo mir geschrieben hat. Und er meint, Silvi, ich kann nicht der Deckel sein, aber ich würde gern die Rolle deines Opas übernehmen. Und da ich ja keinen Papi mehr habe, kam das mir sehr, wie soll ich sagen, emotional, es war sehr berührend und ich musste dann wie in mich gehen, weinen und habe gedacht, ja, ich muss den Herrn antworten. Und dann habe ich ihn geschrieben und dann habe ich ihn getroffen, schon zweimal jetzt da und es ist eine schöne Freundschaft, wo entsteht. Und er hat schon über 10.000 Babys zur Welt gebracht. Was will man mehr? Ein Gynäkologe, Pensionierter, der mich dabei unterstützt. Jetzt fehlt nur der Erzeuger. Jetzt fehlt nur der Erzeuger. Aber meine Mama hat gesagt, typisch Silvi, du hast zuerst den Opi als den Mann fürs Kind. Das ist wieder so verrückt. Ja, aber ich freue mich natürlich auf diese Bekanntschaft von diesem Herrn. Wenn jetzt ein Mann sagt, die Silvi ist meine absolute Traumfrau, aber ich möchte kein Kind, geht er dann raus? Das ist echt eine schwierige Frage, gell? Weil eigentlich die Liebe zu finden ist schon schön, den Partner natürlich, mit dem man alt wird, aber ich habe einfach den Kinderdrang sehr stark. Also, woher kommt der Drang? Das kommt, ich bin dreimal Gottes, sechsmal Tante, ich bin Kinderbuchautorin, ich habe mit Kindern zu tun, ich wollte schon früh Mami werden, hatte leider immer das Pech in der Liebe, drum würde es eher, ich wünsche mir schon Partner, wo sagt Familiengründung definitiv. Wenn er das Kind hat, ist was anderes, da freue ich mich. Aber wenn er gar keine will, dann eher nein. Nein. Was sagt jetzt dein Gynäkologe? Du bist gerade 43 geworden. Geht das noch auf natürliche Art und Weise oder muss man da ein bisschen nachhelfen? Ja, das ist, bei uns Frauen ist ja so die biologische Uhr, gell, wo tickt, das wissen wir alle. Aber jeder Körper ist halt anders. Gell? Also von dem her, jeder Körper ist anders. Und bei mir, da ich ja schon eine Fehlgeburt erlitten habe, ist es halt schwer zu sagen, kann ich wieder schwanger werden? Passiert es dann wieder. Und darum halt mit 43 ist schon Gas zu geben. Genau. Das hast du jetzt nicht so ein bisschen Angst, wenn du jetzt irgendwann schwanger werden, dass es wieder nicht klappt? Oder kannst du den Gedanken
Das ist ein Gedanke, aber das denke ich jetzt gar nicht. Also ich bin jetzt so mit Motivation, dass ich den Deckel finde. Und für mich wäre das Schönste, wenn aus Liebe Leben wird. Der Spruch, gell? Wenn so Menschen sich lieben und dann kommt das Kind. Das wäre natürlich das Schönste für mich. Aber mit dem muss man immer leben, glaube ich. Aber ich versuche, positiv zu denken. Jetzt müssen wir den Deckel einmal noch ein bisschen beschreiben. Da schauen jetzt wahrscheinlich viele Männer zu und sagen, ja, wie müsste ich denn sein? Also der Deckel, das soll so sein wie Sylvie. Also ich will einen Mann, der eigentlich mir ähnlich ist. Also man sagt ja oft, Gegensätze ziehen sich an, das hatte ich auch, aber das will ich nicht mehr. Also ich will eher mehr, wo sich anzieht der Gegensatz. Also wie sagt man so schön? Ja, dass man sich anziehen findet, oder? Ja, klar, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ja logisch. Ja. Nein, nicht der Gegensatz, aber einer, der wo halt so ist wie gleich und gleich. Gleich und gleich, genau, sorry, das war jetzt irgendwie... Gleich und gleich und einer, der auch vielleicht, also einer, der wohl ein Genussmensch ist. Also ich koche gerne, einer, der gerne isst. Glaserl Wein, der die Natur liebt, der mich zum Lachen bringt, das ist ganz wichtig. Also ich lache gern, ich rede gern, bin auch ein guter Zuhörer. Einer, der auf beiden Beinen auf dem Boden steht natürlich, gell, der sein Ding hat. Ich habe meine Sachen, aber zusammen gehen wir einen gemeinsamen Weg. So stelle ich es mir vor. Also ich bin auch keine Klette in der Beziehung, sondern... Ich will jeden, dass jeder seinen Freiraum hat, aber natürlich dann trotzdem ein gemeinsames Projekt und das ist die Familiengründung und zusammen alt werden und Enkelkinder haben und ja. Ja, da, die Sehnsucht ist ganz groß bei dir, gell? Ja, die ist definitiv groß, ja. Und durch den, dass all meine Freunde schon Familie und Kinder haben, gell, das ist halt schon so. An jeder Hochzeit bin ich die Einzige, wo am Kindertisch sitzt, gell? Meine Kinder, meine Gottekinder, Tante Silly, von kommt der Onkel, weißt du, immer bis der Lanik. Aber man kann sie nicht erzwingen. Also weißt du, ich bin lieber alleine, glücklicher Single, als irgendetwas schnell eine Wischewasche-Beziehung, sondern entweder ganz oder gar nicht. Und, aber jetzt mit Haut und Haaren. Genau, genau. Aber jetzt natürlich wäre es Zeit. Also ich bin parat, ich bin sowas von parat, aber kann ja nicht rausgehen und sagen, hallo. Also ich habe sie jetzt ja gebracht mit dem Plakat, aber... Was hast denn du alles schon unternommen, vorher, um einen Mann zu finden oder den richtigen? Also unternommen habe ich schon viel. Also früher Parship, da hatte ich auch eine Beziehung daraus, damals vor 10 Jahren. Aber jetzt ist Parship auch anders, weil jetzt gibt es ja Tinder, Bumble, keine Ahnung, was da alles gibt. Alles probiert, gedatet. Ich habe auch eine teure Partneragentur in Deutschland organisiert. Die Frau, die wollte quasi nur mein Geld, also Mann hat es mir kein vermittelt. Also es sind so Lernprozesse gewesen, gell? Und ich bin manchmal auch gutgläubig und habe gehofft, die findet mir den Traumprinz, so wie sie erzählt hat. Zum Schluss war mein Geld weg und der Mann nie da. Aber das ist halt so. Also von dem her... Und ja, jetzt bin ich halt... Bist du auch ein bisschen vorsichtiger geworden? Ja, schon sehr vorsichtig auch. Also nach 4 Beziehungen, wo auch viel passiert ist und jetzt natürlich mit dem Alter, gell, da ist man einfach... Wieso sind die letzten Beziehungen gescheitert? Ja, das waren auch 4 grundverschiedene Charaktere in den letzten 25 Jahren. Also ich hatte 4 Beziehungen in den letzten 20 Jahren. Es war gemischt, gell, von Künstler, Musikern und jeder hat so seine Geschichte. Jeder hat sein Bingel zum Tragen, so wie jede Beziehung, gell. Es ist überall und ich hatte einfach Pech. Also es war halt wirklich viel Pech dabei mit den Herren. Aber ich habe es mit jedem gut. Die sind alle in meinem Herzen und verziehen. Also einer ist fremdgegangen nach einem schweren Unfall, der andere... Der wurde schwer krank, der andere hatte ein Drogenproblem und das sind Dinge, da konnte ich nicht machen. Also das war wirklich Pech. Aber du glaubst nach wie vor auch trotzdem viel Pech an die Grossliebe. Ja. Wie soll er dann aussehen, dein Prinz? Hast du da keine Vorstellung? Ist das gleich? Das ist gleich, weil auch meine 4 Ex-Beziehungen sind grundverschieden gewesen. Mit Haar, mit Glatze, groß, klein, kleiner, mit Bäuchlein, so gemischt. Also und vom Alter her? Also vom Alter wäre schön... Es kann ein bisschen jünger auch sein, aber kein Problem. So 5 Jahre jünger, 5 Jahre älter, das wäre so das Perfekte. Aber wo die Liebe hinfällt, gell? Also man kann es eh nicht... Mein Papa war 10 Jahre jünger als die Mama, gell? Und war trotzdem 20 Jahre glücklich. Ich will dich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Das macht man, wenn man ein bisschen umschaut, da in deiner wunderschönen Wohnung. Das machen wir miteinander. Mhm. Zuerst geht es aber um die Schönheit. Und zwar unsere Zuschauerin Katrin Fock, die möchte ihre lästigen Hörli an den Beinen loswerden. Wie sehen Sie in unserem Beitrag?
Heute ist es endlich soweit. Kathrin Fock will ihre stoppligen Beinhaare loswerden. Der 27-Jährige steht eine Laserbehandlung bevor, hier in der Klinik für plastische Chirurgie und Dermatologie SkinMed in Lenzburg. Ich habe mich für diese Behandlung entschieden, da ich ein doch sehr dunkler Hauttyp bin, viele Haare habe, vor allen Dingen auch dunkle Haare und das Problem habe, wenn ich mich oft rasiere oder ich mich jeden Tag rasieren muss, dass ich zu Ausschlag neige oder jedes zweite Mal dann tatsächlich auch Ausschlag an den Beinen bekomme. Das Ziel ist es, keine Haare mehr zu bekommen, weniger Zeit unter der Dusche zu verbringen und keinen Ausschlag mehr an den Beinen zu haben. Hallo Frau Fock, kommen Sie gerne mit. Der Malte Schmelter ist Dermatologe und führt die Laserbehandlung heute durch. Hier in Lenzburg haben wir einen sehr guten Laser für die Haarentfernung. Das ist der Diodenlaser. Ich kann einmal erzählen, was er im Prinzip macht. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Der Diodenlaser, der entfernt die Haare, die sich in der Wachstumsphase befinden, wie alle anderen Lasersysteme auch. Der sendet ganz spezifische Lichtimpulse in einer bestimmten Wellenlänge unter die Haut und reagiert mit Pigment. Ja, das kann man ganz besonders gut machen bei hellhäutigen Menschen mit dunklen Haaren. Der Laser reagiert auf diese Kontraste. Ja. Wichtig ist, dass Sie sich 2 bis 3 Wochen davor nicht gewaxt haben. Kein Waxing durchgeführt? Nein. Und dann können wir im Prinzip gleich anfangen. Bevor es losgehen kann, braucht es eine dicke Schicht Gel auf den Beinen und die Schutzbrille, die die Augen vor der starken Strahlen schützt. So, jetzt beginnt das eigentliche Lasern. Wenn Sie Schmerzen haben, Bescheid sagen, dann stellen wir es ein bisschen tiefer ein, ja? Achtung. Weh tut die Laserbehandlung in der Regel nicht. Patienten berichten maximal über ein leichtes Brennen, so ganz leichte Wärme, die man da verspürt zum Ziehen, aber wirklich Schmerz verspürt keiner. Das Bein wird gekühlt mit einem Gel und der Laseraufsatz an sich ist auch nochmal gekühlt. Es sind keine Schmerzen, aber man spürt eine leichte Wärme und ein leichtes Ziehen, was an manchen Stellen weniger ist und an manchen Stellen mehr. Die Behandlung für beide Beine dauert knapp eine Stunde und kostet 750 Franken. 90-95% von allen Haarwurzeln kann der Laser vollständig entfernen. Es braucht aber 4 bis 8 Behandlungen. Was jetzt noch passieren kann, sind eben die ganz leichten Rötungen, möglicherweise ganz leichte Haarbalkentzündung, aber eigentlich klingt das recht schnell ab. Ganz wichtig, Sonne meiden, direktes Sonnenlicht meiden und nicht ins Solarium gehen. Heute Morgen keine Thermalbäder nehmen. Die nächste Behandlung ist bereits in 5 Wochen. Von SkinMed wieder zu der Silvi in ihre 1,5 Zimmer Dachwohnung. Wie schnell würdest du jetzt die Wohnung für den Mr. Right aufgeben? Schnell. Koffer packen, ich bin weg. Also ja, ich würde sofort gehen. Also ich liebe meine Wohnung, ich bin 11 Jahre da, ich liebe sie über alles. Aber wenn der Mr. Right sagt, Silvi kommt, dann packe ich meine Sachen und gehe. Wie schnell würdest du heiraten? Also wenn er mich fragen würde, dann würde ich nicht Nein sagen. Aber eben, das spielt mir keine Rolle, ob es nach einem Jahr, nach zwei, nach einem halben Jahr. Ich glaube, wenn es matcht und man spürt es und er ist es wirklich, dann spielt Zeit keinen Rubel. Also ich würde sofort Ja sagen. Würdest du fragen oder bist du da traditionell und willst, dass er fragt? Ich bin traditionell. Ich würde schon gerne gefragt werden. Ja, selbst, also, dass er mich fragt. Genau. Da ist dein Tisch, da machst du deine Illustrationen, da sind deine Kinderbücher, der Benjamin, deine verschiedenen Figuren und da Klaus Babybuch schon von der Steinzeit her. Genau, und da Fertili Infobroschüre zum Schwangerwerden. Willst du jetzt auch Mami werden ohne Mann? Also durch den, dass ich ja leider keinen Mann noch habe und meine Zeit halt rennt, gell, habe ich mich schon auseinandergesetzt mit Kinderkliniken und in der Schweiz ist es ja nicht erlaubt als Alleinerziehende, in Österreich auch nicht, aber in Deutschland. Also in Deutschland darfst du als Singlefrau dich künstlich befruchten lassen. Es gibt Samenbanken, wo du dann den Mann suchst und es ist ganz toll organisiert. Und diese Firma unterstützt mich dabei, da bin ich schon seit 3 Jahren und da habe ich auch die Klinik in Berlin, also falls mit der Liebe nichts wird und ich 2 vor 12 bin, gibt es Plan B und dann wäre das halt mit der Sache. Wie besessen bist jetzt du vom Mutterwerden? Also besessen, ich sehne mich danach. Ich habe so die Sehnsucht, immer wenn ich Kinder sehe und ja, ich habe einfach wirklich... Das sieht man auch hier bei den Fotos, das sind glaube ich deine Nichten, deine Gottenkinder. Was glaubst du, was wärst du für eine Mama? Also ich wäre bestimmt ein verrücktes, lustiges, aber auch ein strenges Mami.
Aber ich denke, ein gutes Mami. Also, ja. Also ich denke, was hast du für eine Kindheit gemacht? Da sieht man deinen verstorbenen Vater und deine Mama bei der Hochzeit. Ja, die waren jung. Also, wie ich jetzt. Was hast du für eine Kindheit gehabt? Also, Kindheit wunderschön. Also, ich habe zwei Schwestern noch, wir sind drei Mädelhaus. Mein Papa war göttlich. Also, er war Unternehmer, er war Maler, auch Künstler, Restaurateur. Es vom Ganzen her, meine Mami, die war Hausfrau, hat uns drei großgezogen, ländlich, wunderschön, in der Südoststeiermark. Man sagt ja steirische Toskana, Gelbella, Italia. Ich bin Grenze Italien, Slowenien, Ungarn. Also von einer Weingegend und wunderschöne Kindheit gehabt. Also vom Papi hast du wahrscheinlich auch den Farbensinn. Da hast du alles selber gemacht, selber gemalt. Mhm. Wir gehen in den Gang raus, dort hat es Kunst von der Silvi, die wir uns anschauen. Hast du immer noch ein Atelier, das du produzierst? Ja, ich habe noch immer das Atelier. Also ich tue ja Kinderbücher schreiben und malen. Und hier sind eben Werke von mir. Abstrakt bis Akt und Techniken und genau das ist halt meine Leidenschaft. Also ich habe eine Malerschule und Kunstschule in Wien besucht, 8 Jahre lang, bevor ich in die Schweiz kam und deswegen bin ich handwerklich halt alles was mit Malen und Entwerfen und genau, das ist meine Welt. Und da sieht man noch Silvi im Dessous. Für wen ist das Bild? Oh, ja, das ist lange her. Oh Gott, das ist über 15 Jahre her. Das war damals für meinen Ex, also meinen Freund damals, jetzt Ex, und ich habe es ihm geschenkt, aber natürlich, wie er dann mich verlassen hat, habe ich es wieder mitgenommen und lange im Keller verstaut. 10 Jahre war es im Keller und jetzt habe ich gedacht, du, jetzt bevor du unten verstaubt, du bist bei mir in die Wohnung. Der Mr. Right kommt dann das Bild über. Dann kriegt er das, ja. Silvien Jungform, genau. Da kommen wir ins Herzstück und da ist auch der Deckel. Der ja noch fehlt. Auch hier wunderschön sieht es aus. Du bist eine leidenschaftliche Köchin. Da würde ich doch sagen, ein Blick in den Kühlschrank. Dann sehen wir gerade, was es bei dir alles gibt, Silvi. Ja, sag nichts. Also wie man sieht, habe ich von allem was. Also ich liebe natürlich Salami, wie man sieht. Ich habe gern Salami, Barmerschinken, dann natürlich auch die Chinoburst, dann Käsefondue. Und welches ist die absolute Spezialität beim Kochen? Beim Kochen, ich liebe Risotto. Also ich bin Risotto-Meister, glaube ich, von dem her, ob jetzt mit Spargel, Tomaten, Pilzen. Und vor allem habe ich auch gerne Wiener Schnitzel, koche ich auch gerne mit Reis und Salat. Alles eigentlich. Aber italienische Küche ist halt mein Favorit. Also ich liebe Italian Food. Bin ja Grenze Italien und von dem her, genau, ist das so meine Leibspeise. Allora, carissima. Genau. Oh, amore, ich koche dich. Ich habe für dich jetzt noch ein paar angefangene Sätze, wo du mir spontan beantwortest. Liebe auf den ersten Blick. An das denke ich, glaube ich und wünsche es mir wieder. Das wäre mega schön. Ja, also das ist die perfekte Liebesnacht ist. Die perfekte Liebesnacht ist auf einer Blumenwiese, glaube ich, für mich einfach. Blumenwiese, einschlafen, Sternenhimmel, genau, so irgendwie was Romantisches. Ich bin ja total die Romantikerin. Ja, oder mit Kerzenschein irgendwie einfach gemütlich, romantisch und Zärtlichkeiten, Schmüsele. Wenn ein Mann von mir auf die Knie gehen würde und mir einen Ring übergeben würde, und die Frage aller Fragen stellen? Ich glaube, ich würde zu meinem beginnen. Also freudig einfach. Ich glaube, wenn das wirklich passiert, dann ich bin jetzt sehr emotional auch. Und ich glaube, da würden die Tränen fließen. Weißt du, einfach freudig einfach, weißt du, oh mein Gott. Ja, schön. Das ist was Schönes. Ein Kind adoptieren? Das wäre eine Option. Also alleine geht es natürlich nicht. Da braucht man schon einen Mann dazu. Aber ich wäre nicht abgeneigt. Ein No-Go in einer Partnerschaft ist für mich? Fremdgehen. Also, das ist erotisch an einem Mann ist? Ich finde einfach, wenn er gut riecht. Ich finde Gerüche sehr wichtig einfach. Noch Knoblauch. Eben Knoblauch. Ich liebe ja Knoblauch, so habe ich mich ja beschrieben. Aber eben, ob es jetzt nach Knoblauch duftet oder ein feines Körpergeruch, aber Duft finde ich schon sehr sexy. In der Sexualität ist mir wichtig. Das sind einige Sachen, wo mir wichtig wären. Also ich liebe ja die Sexualität, also ich habe gerne Liebe machen. Und da ist ja, glaube ich, am schönsten, wenn du den Mann wirklich von Herzen liebst und dann passiert auch Wunderschönes. Ich erkenne meinen Mann fürs Leben, will.
wie ich ihn erkenne, also anhand des Lachens. Also ich glaube, wenn er da steht, er mich anschaut, das muss matchen, dann denke ich mir. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin in verschiedenen Talkshows, ich bin in den Medien, ich mache das gar nicht, um einen Mann kennenzulernen, sondern weil ich meine Kinderbücher verkaufen will, dann sage ich, das stimmt nicht. Also nicht ganz, sagen wir so. Ich habe das Plakat selber gemacht alles und es ist ein Herzensprojekt und natürlich habe ich dann Benjamin, mein kleines Bubili, raufgetan, das gehört zu mir, aber das Ziel ist schon der Deckel. Also der Deckel, eben der Deckel. Der Deckel muss sitzen, genau. Silvi, ich wünsche dir von Herzen, dass der Deckel gleich kommt. Ich danke dir für deine Offenheit, für dein Vertrauen. Ja. Und wenn er also da ist, ich sag's. Und ihr heiratet. Du bist eingeladen, definitiv, das ganze Team. Vielen, vielen Dank. Ich muss mich bedanken, gell, dass du da warst. Und ich habe dir das Geschenk. Oh, Sirocco Biotee, so farbig wie dein Gemüt und deine Wohnung. Danke viel, vielen, vielmals, Silvi. Vielen, vielen Dank, und für Patricia. Sie daheim gibt es jetzt an dieser Stelle unseren Wettbewerb. Ganz viel Glück. Gewinnen Sie heute einen Einkaufsgutschein im Wert von 1'500 Franken vom Bettenfachgeschäft Weibel zu Bülach und profitieren Sie von der kompetenten Schlafberatung. Vom Kopfkissi, Duvet, Matratze, Bettwäsche bis hin zum kompletten Bettsystem bietet das vielfältige Sortiment alles für einen guten Schlaf. Und da die heutige Wettbewerbsfrage. Der Slogan auf dem Plakat von der Silvi ist «Eins Topf sucht Deckel» oder «Zwei Seelenpartner gesucht». Die Nummer zum Anrufen ist 0901 581 880. Mitmachen können Sie auch per SMS. Schreiben Sie als erstes Wort «Lifestyle», dann die Lösungszahl und schicken Sie es an die Nummer 9988. Für eine schriftliche Teilnahme schicken Sie eine Postkarte an die eingeblendete Adresse. Während Silvi noch auf die grosse Liebe hofft, haben meine beiden nächsten Gäste, Milena Haller und Thomas Thöni, sich bereits gefunden. Und tatsächlich auf Tinder. Während dem Corona-Lockdown haben sie ihre Liebe können prüfen, wie stylisch sie wohnen und warum sie sicher sind, dass sie seelenverwandt sind und für immer zusammenbleiben. Das verraten mir die beiden Ü50er in einer inspirierenden Liebesgeschichte. Am nächsten Freitag. Ob Single oder frisch verliebt, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein liebevolles Wochenende. Lifestyle ist Ihnen präsentiert worden vom Shopi Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Das ist meine Hey.